Alle entspannen sich nochmal ein bisschen am Rastpunkt gerade und damit willkommen zurück. Neues Gebiet. Diesmal, ja, auch wieder altbekannte Elemente vertreten, wie uns schon aufgefallen ist. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie es jetzt weitergeht. Aktuell dreht sich alles so ein bisschen um unsere Noppon-Kollegen, was ich auch nicht schlecht finde. Und die hier wieder mit ihrer Interaktion auch wieder ganz witzig. Führen anscheinend ein lebhaftes Gespräch. Aber gut, machen wir weiter. So tasty. Nothing like a hearty meal to keep you going for the long haul. It even wakes you up somehow. Endless rations are so boring. You need to spice it up like this. Manana couldn't agree more! Kion only cooked tragedies, so Manana worked hard to learn cooking. First I've heard of it. Is he that bad? Very horrible. Actually, my cooking just focuses more on efficient absorption of nutrients and convenient portability. And I've actually optimized it. You mean it used to be even worse? Hey, now. I like Tyon's cooking. It's unique. It's okay. Swallow it down quickly and you'll probably be fine. Do you really think you're helping? Is there second helping? Oh, yeah? What? What's this, Riku? Your favorite food or something? It's not favorite. It's taste of Manana hard work. And is rude not to clean plate. Actually, Manana seasoned with frazzle fish to bring out hidden flavor. Manana, please, Riku, notice. Riku not know that, actually. You not know? Well, Manana only happy you know now. And Manana bring Riku whole mountain of seconds. You think he minds? It was so good he had seconds. And Manana knows how much he liked to cook it. I don't see the problem. She was so happy. I think her ability to accept people's words up front is one of her best points. Maybe she's a little too upfront. And her air of innocence is characteristic of Noppon. Upfront and innocent, huh? Riku is also good, honest Noppon. Let's not get into that. You were so serious when you were looking for the ore and gems. It's really good to be able to throw yourself into stuff like that so passionately, like into the things you love. Senna is good person. It's shame Lan's lacking this quality. Why are you always picking on me? Just up ahead might be Riku's treasure. Then let's go treasure hunting. Yes! Riku get mighty whiff of treasure here. Okay, let's have a quick breather and then start the search. As Noah wish, we definitely find it. Okay, gut, dann wollen wir doch mal weiter gehen hier. Sollte ja relativ entspannt ablaufen. Nach wie vor sind wir ja ein gutes Stück über dem Gegnerniveau. Insofern. Aber schon irgendwie auch eine ganz schöne Gegend hier. Aber es erinnert mich wirklich ein bisschen mehr an die unteren Ebenen in Gormod, wer sich da noch erinnern kann. Da musste immer der Wolkenmeerstand passen. Aber ich glaube, naja, wir sind ja eigentlich unter Uraia, deswegen. Na gut, wie auch immer. So passt das eigentlich noch nicht ganz zusammen. So, hier können wir wohl nichts machen. Aber der Weg wird uns ja schon markiert, praktischerweise. Getting late. We should find somewhere to rest. We're crossing here. Boah, ist doch nicht schlimm. Just try not to look down. Aber gut, ist ja auch leicht gesagt, wenn man keine Höhenangst hat wahrscheinlich. Wieder jemanden heimschicken. Ich ergreife aber mal die Chance und gucke mich auch noch ein bisschen um, nachdem wir hier auch eine Leiter haben anscheinend. Das wollen wir dann schon machen. Oh, das ist aber sehr hoch. Naja, mal sehen. Das wird sich sicherlich auch lohnen. Irgendwie. Wow. Beeindruckend. Ich hoffe doch sehr, dass es sich lohnt. This'll fetch a high price.
Vielleicht ist es wieder irgendein Reisepunkt. Ah, guckt mal, ach so. Oh. Ach, dafür ist das gedacht. Wow, da sind wir jetzt den ganzen Weg hier hochmarschiert, nur dafür. Was wir gar nicht nutzen können. Aber gut zu wissen, dass hier noch ein Container ist zumindest. Den werden wir uns irgendwann mal schnappen. Naja, gut. Ich hoffe, das ist kein Problem hier. Geht das? Ups. Ja, das ist noch drin. Ich glaube, das hier ist ein bisschen happig. Ja, das könnte etwas happig sein. Gerade so. Ja, das Sturzschaden hier, der geht ja voll klar. Damit lässt sich arbeiten. Ist er da? Der Noppon-Schatz. Mitten in irgendeinem Spinnennest schon wieder großartig. Da kommt Freude auf. That's what Riku call a gemstone. Minetta will bring back! Gemstone need careful handling. Riku will also go. Wait! Riku! Minetta! Na großartig. Right on personal record. Wait there, we're coming. No good. They're coming this way too. Drop the gem. The monsters seem to be after them. That's a precious thing. Cannot be thrown away. Sorry to bundle Minetta up in recklessness of Riku. Minetta must throw gemstone over that way. But it's your treasure, Riku. True, but if Minetta throw, then monsters go also. Riku giving up too easy. Meh meh. This nothing trouble. And also, Riku say he gets every treasure. But Noppon not fight. That's irrelevant. Should become like Neo and Noah. If Riku and Minetta work together, this piece of pollen orb. Riku not agree? Minetta. Riku agree. Riku not give up in this place. Riku here to get treasures and beat monsters. Minetta can be behind that. It's not yet time. Give up. One, two. Beide zusammen schön. Magnificent success! Nice job, you two. What a team. I'm so glad you made it back. Sorry for causing worry. Now we see real Noppon potential. That's right. Maybe it's impossible for one Noppon. But not for two. Together fighting is better. Stark. Finde ich doch ganz nett. Mal ein bisschen Noppon-Action, warum eigentlich auch nicht, ne? So. Kümmern wir uns vielleicht erstmal so ein bisschen um die hier. Oh, ihr wart schon wieder ganz schön zackig unterwegs. Nicht schlecht. Und das geht auch ganz fix hier. Machen wir erstmal hier weiter. Wow. Na, dann fehlst bald nur noch du. So, aber du lässt auch wieder welche spawnen, ne? Kommt mir zumindest so vor. Macht aber nichts. Hier erledigt uns nichts. Ups. So, jetzt aber, ha? Oh, das Hoppeln hat nicht geklappt. Wow. Du blockst ja alles, ist ja nervig, ey. Ja, oh, es ist nervig. Aber ich muss immer noch sagen, was man am Kampfsystem gemacht hat, ist wirklich großartig. Ich finde, da ist eine der größten Verbesserungen insgesamt auch. Jetzt gerade ist natürlich, ich sehe jetzt gerade, jetzt sind die auch tatsächlich als
Charaktere dabei, ist mir gerade gar nicht so aufgefallen erst. Zu sehr irgendwie auf die Spinnen fokussiert. Aber ist echt noch das, was mir irgendwie mit am besten gefällt. Weil die Mechaniken noch sehr gut ineinander greifen. Manchmal ein bisschen chaotisch, aber... Na, Timing ist hier so wichtig in dem Kampfsystem. Und das funktioniert echt ganz gut, finde ich. Ja gut, machen wir nochmal kurz eine Angriffskette. Aber es greift wirklich alles, finde ich, immer ganz gut ineinander. Und die TP aller Mitstreiter steigen um 8. Naja, so relativ, aber zum Beginn, warum nicht? Kann man schon mal machen. Wenn ihr seid eine Angriffsklasse, bei Auswahl hält der folgende Gefährte TP mal 125% für seine Aktion. Okay. Interessant. Auch nicht schlecht. Na dann, probiert's mal mit Schwanken. Ihr könnt auch schwanken, das ist schön. Oh, kein Effekt. Schade. Warte, ihr seid Angreifer, aber euch kriege ich nicht den Boost drauf. Auch interessant, okay. Da ist das wirklich so, dass sich Helden immer komplett anders verhalten. Da darf man nie auf die Klasse so achten. Wir jetzt nochmal ein bisschen zur Kenntnis genommen. Mal einen Angriffsboost noch rein. Achso, stimmt ja, die nächste hat dann 125 in dem Fall, richtig. Kannst du nochmal versuchen, die Ätherabwehr ein bisschen zu reduzieren, wenn du möchtest. Ja, das passt erstmal. Aber ja, mit der Zeit, man merkt halt auch, wie wichtig es dann ist, dass man im richtigen Moment zum Beispiel Ouroboros-Form wechselt und dann den richtigen Support eben auch gibt. Oder auch hier, du kannst halt sehr viel optimieren an den Kämpfen. Insofern finde ich, dass gerade das Kampfsystem in Xenoblade Chronicles 3 eben eine der größten Stärken des Spiels ist. Wirklich ganz fantastisch, was sie da gemacht haben. Na, endlich das Schwanken. Darauf habe ich gewartet. Da können wir jetzt so weitermachen. Mit, probieren wir es nochmal mit Ätherabwehrreduzierung. Sehr gut. Und du wirfst um. Naja, hat nicht ganz gereicht. Für ihn sehr gut, aber soll mir recht sein. Mal wieder kein Kampf, wo wir überhaupt ein Risiko haben, jetzt unterzugehen oder so. Insofern ist das einerlei, ne? Ah ja, du kannst natürlich wieder richtig ausrasten, ist mir schon klar. Was haben wir hier? Nochmal ein bisschen die Abwehr ignorieren, soll mir auch recht sein. Ah, schicker Bonus obendrauf. So, was machst du? Kannst auch nochmal die Abwehr hier ignorieren. Damit der EP-Bonus zumindest irgendwie ausgereizt wird. Nicht, dass er noch wirklich eine große Relevanz hat. Jawohl, sehr schön. Hau rein, Noah. Lass es krachen. Haben sogar nochmal Reaktivierung, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber gut. Ja, im Prinzip ist das alles echt irrelevant gerade. In dem Fall kommst du mal als erstes dran. Na, sehr schön. Noch einmal sehr gut und dann war es das auch. Aber ja, es zieht sich. Das eine, was man wirklich kritisieren kann in aktuellen Angriffsketten, ist halt, dass man sehr viel Zeit braucht. Und was halt viele auch kritisieren, wo ich mich auch anschließen würde, dass halt alle Siems unterbrochen werden. Also hier ist es okay. Aber zum Beispiel Ouroboros kämpfen ist schade. Phew! I didn't know how that was gonna end. Bei Möbius kämpfen so rum. Das wollte ich sagen. Egal. Right? I was so surprised to see that from Riku and Manana. I didn't know they could fight like that. Riku is superior, Nopon. Everyone knows still Nopon run deep. Come off it, you aren't running anywhere. But now we know you can fight with us. How reassuring is that? We're sorry for worry. But we learn that combined power together mean we can fight. And that's not all. We fetch back nice stash of gemstones. Thanks for doing that, guys. Yes,
getting best treasure is thanks to Riku. Someone sounds chuffed with himself. Looks like the danger's passed for now. Let's keep going. Right. We're still not out of these tunnels. Keep your guards up, everyone. Manana do, Manana's best. You're an asset to the team, you two. Riku just doing job. Was Noppon wollen. Tja, haben wir jetzt wieder, ja, Tatsache, neue Helden. Niamschmied. Na gut, okay, und das können dann... Okay, Senna als erstes, ja witzig. Angriff und Flächenunterstützung, nutze Schadensband, um effizient mehrere Gegner gleichzeitig zu bekämpfen. Klingt spannend. Oh, Helden wechseln, das haben wir schon lange raus. Ah ja, nochmal ein bisschen den Rang erweitert. Riku und Manana make a good pair. Don't let Riku hear that. You'll make him even moodier than he already is. Okay, Leute, dann würde ich was mal sagen. Wollen wir doch mal sehen, hä? Huh? Also ein Senna könnte auch schon... Oh, ihr habt schon 5er-Juwelen, cool. Was habt ihr denn so? Topfschlagen. Da haben wir jetzt Schwanken, also immer ganz gut. Blocksperre finde ich auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Gefällt mir. Können auf jeden Fall andere auch mal lernen. Kraftfeld, Wirkungsbereich, Mittel. Wie ist das denn bei eurer Klasse eigentlich? Ihr seid ja wahrscheinlich... Ich meine, ihr seid weder Agnus noch Kevess, also... Muss ich mal angucken, wie das dann aussieht. Ihr habt anscheinend ja Abklingzeiten. Na gut, okay. Was habt ihr hier noch? Bei Auftritt hat er mein Kraftfeld. Ausgeteilter Schaden plus 150%, erlittener Schaden minus 25%. Wow, das ist eine richtig, richtig gute Haltung. Und die kann man echt schön spielen. Fantastisch, die ist großartig, ja. Wow. Also wenn man mit Kraftfeldern arbeitet, ist das ist ja absolute Pflicht wahrscheinlich. Ganz im Ernst. Ja, Trefferrate runter. Aber die Haltung ist Spitzenklasse, die ist richtig gut. Ah, und wir können jetzt Brand auch selbst wirken. Da haben wir jetzt gar nicht vorher drauf geachtet. Das ist wirklich gut auch. Ach, das ist auch ein Kraftfeld gleichzeitig, oder was? Ist ja wild. Schadensband. Müssen wir uns mal genauer angucken. 870% Schadensfaktor ist auf jeden Fall schon mal eine echte Hausnummer. Das ist richtig gut. Scheint erstmal sehr stark zu sein. Müssen wir mal sehen. Und Senna könnte das theoretisch auch schon nehmen, aber jetzt Angreifer sind gerade wirklich mehr als genug da. Jetzt aktuell nur Schutzkommandeure, das liegt doch daran, ja. Dass ihr sowieso erstmal das hier quasi noch lernen müsstet. Ich will übrigens hier nochmal die Details vielleicht ausblenden. Ich glaube nämlich, man sieht hier auch schon... Okay, jetzt wird dann zumindest nicht der Name hier schon angezeigt, weil ich glaube, man kann die Details nicht anzeigen lassen, das will ich nicht. Finde ich ein bisschen schade, wie das hier handeln, aber muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Okay, dann können wir ja weiter. Haben wir schon wieder neue Helden bekommen. Das ging jetzt so ganz entspannt nebenbei, nichts Außergewöhnliches, aber gut. Dann können die Noppon auch mal ein bisschen glänzen im Kampf, warum nicht. Ist natürlich bei den Kolonien immer ein bisschen spannender. Ah ja. Ja, lohnt sich auch auf jeden Fall immer alles mitzunehmen. Wie gewohnt. Aber ja, ist wirklich mehr so irgendwie unteres Gormod-Gebiet für mich eigentlich. Und ich meine, wo wir jetzt davor waren, das war doch wahrscheinlich auch mit unter Gormod. Von der Verschmelzung her. Aber es erinnert mich viel stärker daran, auch wie das hier aussieht. Ja, vielleicht ist auch einfach so ein Übergang. Von Gormod zu Uraya, dann ergibt das natürlich wieder absolut Sinn. Boah, diese ganzen Behälter überall. Die werden natürlich hinkommen. Ich hoffe, die lassen sich nicht mehr zu viel Zeit, bis man dann irgendwie diese Rollen benutzen kann und diese Seilrollen. So. Aber Tayon wurde einen guten Riecher bewiesen. Bisher keine krassen Vorkommnisse hier unten. Keine Leute aus der Kolonie.
Nix. Rabbits. Noch mehr Müx. Und ich könnte mir wieder ein paar besondere Gegner irgendwann mal mitnehmen. Das können wir mal kurz mitnehmen, aber denke ich. Ja. Was kriegen wir dann? Krallen wir uns die Noppon-Münzen, würde ich sagen. Let's go. Neue Musik. Interessant. Spannend. Kommt da einfach mal neue Musik raus. Gott, ich liebe es, dass wir uns aktuell wirklich so schnell hier durcharbeiten. Das macht das so viel besser noch, so angenehm einfach. Noch mehr Container. Na, wieder ein bisschen mehr so ehemalige Äthermine aus Xenoblade Chronicles 1. Es mischt sich hier mal schön bunt durch. Das hier ist doch. Achso, ihr seid Noppon. Jetzt dachte ich erst, da liegen Edelsteine rum. Zoka. Willkommen, wollen Freunde Sortiment ansehen? Eigentlich hat das Gontonto uns geschickt, um. Ah, darum geht also. Hier bitte, das gelber Stein. Du gibst ihn uns, bevor wir überhaupt genau gesagt haben, worum es geht. Zoka ist super schlau und Noppon hat auch viel besseres Urteilsvermögen als Cherolo. Daher fällt Entscheidungen super leicht. Oh ja, Cherolo ist schon nicht unschlau. Reicht aber nur für 3 bis 4 Plätze hinter Zoka auf Schlauheitsskala. Aber genug Unsinn gelabert. Bitte Zoka auch in Zukunft beehren. Ah ja, okay. Zoka und Kumpanen werden bis zu gutgünstigen Halteort weiter tingeln. Aber wenn Freunde etwas brauchen, dann verkauft Zoka natürlich gerne. Noppon ergreifen jede Gelegenheit zum Handeln. Muss ich mal angewöhnen, mit den anderen Noppon zu sprechen. Ja, ich glaube, ich habe es ein paar Mal nämlich verpasst. Aber kann man natürlich noch nachholen. Mhm. Ja, interessante Sachen sind das gegebenenfalls schon, aber es ist halt alles einfach nur normal, ne? Und dementsprechend jetzt nicht besonders effektiv. Da gibt es sicherlich noch viel, viel bessere Items. Okay, mal schauen, ob noch was Spannendes passiert hier unten. What the? Smoke screen? Oh. It smells weird. This, not just normal smoke. Hiding in the smoke. Clever. Schlaue Arknia. More incoming. My legs. Mimi. It's smoke. Don't breathe it in. Who the spark are they? Soldiers from Agnes, duh! I know this maneuver. What is it? One of Colony 13's little specialties. So, you've seen this before. But wait a moment. These mudders are Agni. I don't get it. Why this specific tactic? Could it be the commander? This is looking grim. There's no way to tell where they're gonna come from next. Water. Water? Yeah. There are water veins in these caves. We can use them to make an escape. You say make a dash for it? Tion,
Decide. Look, I trust your judgment. You do? All right, we'll have to run. I judge it to be the best option right now. All I needed to hear. Let's move. Lead the way. I'm on it. Ja, gut. Ist jetzt wieder fast ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, weil ich meine, ich würde da, glaube ich, sehr viel schneller reagieren, wenn da so ein Rauch kommt, dann will ich da auch erstmal raus. Das könnte auch, also ich meine, ich vermute auch als allererstes mal Giftrauch. Und es gab hier ja auch noch die Möglichkeit, sich zu bewegen. Etwas seltsames Pacing in der Cutscene, meiner Meinung nach, aber okay. Gut, wie auch immer. Nicht, dass es mich besonders stören würde. So, willst du mal was einsetzen? Irgendeine Technik? Währenddessen bist du schon Wecker. Der benutzt gerade was, sehr gut. Na, tut ziemlich weh was. Kein Thema. Etwas spät, Tyon, aber egal. Anscheinend können wir jetzt auch mitten durch. Naja, gut. Oh, sind wohl echt schon andere zum Opfer gefallen. Das hier geht dann aber auch noch ganz entspannt nebenbei den Weg weißen. Naja, gut. Manchmal hat man so ein bisschen so ein Gameplay-Bruch drin, finde ich. Erzählung im Vergleich zu Gameplay ist halt so... Da tut sich Xenoblade 3, finde ich, schon manchmal etwas schwer. Dafür sind die Charaktermomente wirklich alle bisher ausgezeichnet, muss ich sagen. Also das ist auch so eine richtig große Stärke von Xenoblade Chronicles 3. Aber die Erzählung und das Gameplay sind manchmal so ein bisschen strange noch. Jetzt hier ist auch gerade nicht so außergewöhnlich. Ja, schon interessant, wenn wir zum Beispiel irgendwie dauerhaft irgendwelchen Effekten ausgesetzt wären währenddessen. Die Kämpfe damit dann doch ein bisschen anspruchsvoller wären. Wäre jetzt eine Möglichkeit, ne? Naja, wir sollten vielleicht nicht auf die Elite gehen. So, gleich mal umgeboxt. So, sehr gut. Und macht auch gleich mal drauf. So, dann hätten wir. Nächster. So, liebe Spezialeinheit, du bist auch noch dran. So, hätten wir. Easy peasy. Aber jetzt zum Beispiel siehst du halt auch irgendwie gar nicht mehr, dass die sowas einsetzen würden, ne? Das fände ich halt schon viel interessanter, wenn dann irgendwelche Effekte kommen würden. In der Cutscene nur super stark und jetzt hier wieder das, was sich besonders macht, kommt ja gar nicht zum Einsatz. Und diese Spezialeinheit fühlt sich jetzt aber gar nicht so speziell an im Vergleich zu anderen Gegnern. Sowas mag ich dann immer etwas weniger. Ja, du siehst hier ein bisschen diesen Rauch, aber er ist halt auch nicht wirklich dicht oder so. Ah,
Ach ja, da haben sie sich einfach drin versteckt. Salzerde. Das ist dann ganz außergewöhnlich anscheinend. Salzige Erde. Okay. Schau mal, ich denke, ich gehe den Leuten ein bisschen aus dem Weg. Ich denke, die Kämpfe können wir uns hier größtenteils auch sparen oder auch nicht. Gut, dann müsst ihr halt alle sterben. Tja, ist dann so. Pech gehabt. Ihr wollt es ja nicht anders, meine Güte. So, macht den platt. Du bist auch schon wieder gleich erledigt. Boah. Aber da bin ich echt zufrieden mittlerweile, wie schnell die ihre Kombos gerade raushauen. Da fühlt sich das Team gerade richtig gut an, muss ich sagen. Also die Klassenkombination funktioniert gerade wirklich gut, das merkt man richtig. Na komm, dann. Kurzer Prozess. Also nichts wie runter mit uns. Aber ich dachte jetzt eigentlich auch, die springen irgendwo vielleicht in so einen reißenden Fluss oder so rein. Das wäre jetzt irgendwie epischer. Ja. Warum können sie wohl unsere Schritte voraussehen, wenn es im Prinzip nur einen Weg hier raus gibt? Ich frage mich, wie sie das können. Ich kann es mir gar nicht erklären. Aber die benutzen die ja gar nicht richtig. Hier kommt eine Granate. Das sind irgendwie nur Offensivgranaten. Den Rauch siehst du da nicht. Ja, immer schön mit dem Angriffsboost. Gefällt mir auch immer ganz gut. Oh, noch mehr, come on. Was wollt ihr denn hier, ha? Ihr seht doch schon, dass das nichts wird, Leute. Ups, da habe ich mich jetzt verklickt, da war ich noch etwas zu schnell, egal. Geht auch so. Bei denen muss man einfach nicht effektiv spielen. Dafür seid ihr ein bisschen zu läppisch, fürchte ich. Okay, und jetzt? Rein mit uns endlich, okay. War dann doch weiter weg, als ich dachte, dass da so viel Zeit bleibt. Wenn man schon unter Einfluss dieses Rauchs steht, sind wir dahingestellt. They're here. Can't see them, but it's a real welcome party. Time to go. Big breath, then jump. Okay. Wenn ihr meint, let's go. Boah. Das ist ziemlich schnell. Wild. Ja. Bisschen Wasserrutsche, ja. Cool. Das ist doch ganz schön. Der Container ist ja mal ganz offensichtlich. Aber gerade wieder kommt. SP mal wieder verteilen. Sollte ich mir auf jeden Fall mal wieder anschauen, wie es da so aussieht an der Front.
Höhlenflussausgang. Doesn't look like they can follow us this far with their gear. That gives us a little breathing time. Wo sind wir denn jetzt? Scheint, als wären wir euch ein bisschen in die Falle gelaufen. Hoppla. Commander Issud. Long time no see, Tyon. That guy. So they got to you too. Commander! Did they order you to destroy Ouroboros too? Not exactly. Huh? You must have worked it out. This strategy mirrors that day when Nimue's life was cut short. I figured you would try to use that route to flee. That's how I knew to wait right here. And so I replicated the conditions of that day to a T. But why do such a thing? Why? Well, let's see. In a nutshell, to remind you of your past, to make you relive it, and drive you to despair, to break your heart, to steal all that you hold dear, to ruin you to your very core! That is my revenge. It's payback for Nimue dying with her wish unfulfilled. It's your own past. It's finally caught up with you! Nimue gave it to you, right? You should hold on to it. It was my fault. My pride led to her death. If only I'd presented a less reckless plan, the strategist would never have... Nimue would... It's too much for me. I don't deserve this. It's true. It is my fault. You were the kindest man I knew, Commander. But I made you use the same enemy tactic that cost Nimue her life! I drove you to such desperation, and now you're determined to kill me! Precisely right, Tyon. The past has come back to haunt you. Na gut, das ist wohl die Taktik, die der Konsul hier anstrebt. Gegnerische Kraftfelder. Ah ja, okay. Wir sind jetzt allerdings auch schon recht weit drin. Das wird wahrscheinlich wieder sehr lang gehen, denke ich mal.
glaube, das ist ganz gut, um hier einfach einzusteigen. Wenn das sowieso schon gerade das Spiel von sich aus passiert, trifft sich das, glaube ich, sehr gut. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Part. Räumen wir ein bisschen auf und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob sich unser Konsul auch noch zeigt. Ich meine, mit dem hier werden wir schon irgendwie fertig. Interessante Entwicklung zumindest. Also der Konsul hier manipuliert auf andere Art und Weise. Warum nicht? Scheint er effektiv zu sein. Aber gut. Zumindest ist er damit schon mal etwas bösartiger, etwas intelligenter von seinem Vorgehen. Aber mal sehen, ob das auch anhält. Bis zum nächsten Part.